Ja, guten Morgen, hier ist Kaviar Sportwetten. Ich möchte euch mal wieder ein neues Video präsentieren. Und meine Tipps für heute, für den 2.7. Und wir sind heute mal in der kostenlosen Telegram-Gruppe unterwegs. Da könnten noch irgendwie ein paar Leute dazukommen. Wenn ihr Bock habt, abonniert gerne mal den Kanal. Die letzten Wochen sind eigentlich ganz gut gelaufen. Ja, jetzt durch die Fußballpause haben wir uns so ein bisschen auf das Wimbledon, auf Tennis spezialisiert. Aber auch im Wasserball hatten wir gestern ein paar gute Tipps. Wie gesagt, kommt gerne mal vorbei. Ihr könnt euch die Tipps auch gerne mal anschauen. Und genau, dann würde ich sagen, wir starten mal los. Hier Tennis, Wimbledon, Damen. Heute Tomljanovic gegen Krejcikova. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da bin ich auf den Sieg von Krejcikova gegangen. Das ist auch mein absoluter Wochenendtipp. Da bin ich auch mit zwei Einheiten drauf gegangen. Warum? Tomljanovic ist ja mit Berrettini, ich sag mal ein Paar. Und wer es mitbekommen hat, bei Berrettini, der durfte ja in Wimbledon nicht antreten, weil er auf Covid positiv getestet worden ist. Und Tomljanovic war ja mit Berrettini im engen Kontakt, weil die auch gerade beide in Wimbledon sind. Und Tomljanovic durfte auch 3 Tage nicht trainieren, obwohl sie negativ getestet worden ist. Und aber da sind sie in England irgendwie ganz penibel und achten auch drauf, was auch richtig ist. Auf jeden Fall, sie durfte 3 Tage nicht trainieren und die letzten Matches waren auch nicht so gut. Krejcikova, die letzten Wochen waren nicht so gut. Jetzt in Wimbledon hat sich wieder gefangen und auch zur alten Stärke wieder zurückgekehrt. Und wenn sie, ich sag mal, ihr Niveau abruft, wird sie das auf jeden Fall gewinnen. Deswegen Sieg Krejcikova, Quote ist 1,76. Müsst ihr mal gucken. Bei Tipwin habe ich das gespielt. Oder Sportmarket, wer da nicht ist, kann vielleicht nochmal bei Winamax oder bei HappyBet gucken. Bei Tipico oder so würde ich die Finger von lassen, da sind meist die Quoten niedriger. Und genau, also wie gesagt, Sieg Krejcikova, die spielt heute um 12 Uhr. Und dann habe ich hier noch einen Tipp: Fußball Norwegen, Odds BK gegen Bodo Glimt. Da bin ich auf Sieg Bodo Glimt gegangen. Bodo Glimt hat sich wieder die letzten Wochen gesteigert, die spielen recht gut. Bei Odds BK fehlen irgendwie zwei Innenverteidiger auch, wegen Corona positiv. Und deswegen finde ich den Tipp auf Sieg Bodo Glimt für eine 1,7 richtig gut. Und genau, deswegen Sieg Bodo Glimt. In diesem Sinne, schönes Wochenende und wir hören uns. Bis dann. Ciao.